So, nach dem gestrigen Video von Biebesheim sind wir heute mal unterwegs hier auf dem Limes-Erlebnispfad im Taunus. Das Wetter ist ganz gut. Es ist ein bisschen bewölkt und ich hoffe, dass wir vom Regen verschont bleiben. Ich nehme euch mal mit. Das sieht hier alles recht nett aus. Vor allen Dingen ist alles schön zugewachsen. Jetzt durch den vielen Regen konnte natürlich die Natur richtig heftig austreiben. Also genießt es einfach und ich drehe euch mal rum und lasse euch an dem Ganzen hier teilhaben. So, dann sind wir hier gerade an so einer schönen Weggabelung und zwar geht es hier immer noch weiter auf dem Limes-Erlebnispfad. Wir sind hier am Kaldeborn. Kaldeborn steht für Quelle Bachlauf. Ich nehme euch gerade mal ein Stück mit, weil es plätschert hier fantastisch und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Von daher schauen wir uns das Ganze jetzt hier einfach mal kurz an. Ja, und wie überall im Taunus fließt das Wasser reichlich durch den Regen der letzten Tage. Ich versuche hier noch mal ganz kurz. So, dann machen wir den kleinen Schwenk und laufen den Limes-Erlebnispfad einfach mal weiter. Und vorne kreuzen ganz kurz ein paar Leute den Weg, dann machen wir mal so lange aus. So, und dann bin ich schon wieder an der nächsten Weggabelung angekommen. Wie ihr sehen könnt, Aldeburg, Itzstein-Heftrich, Kastell-Meisel. Und ihr könnt es lesen, immer noch weiter auf dem Limes-Erlebnispfad. Leider sind manche Seitenwege so nass, dass man da nur mit, ja, ich würde sagen, mit Gummistiefeln laufen kann. Ansonsten versinkt man bis zu den Knöcheln im Wasser und im Matsch und das macht ja dann keine Laune. Also laufen wir einfach mal hier ein bisschen weiter. Ja, und ich habe heute auch wieder meinen Rucksack dabei, den ich ja bei jeder Wanderung immer ein bisschen schwerer mache, weil ich ja vorhabe, demnächst den Rheinsteig zu laufen von St. Goarshausen zum Kloster Marienthal. So. Noch sind wir weiter auf dem Limes-Erlebnispfad unterwegs. Ihr habt gesehen, es ist alles ein bisschen feucht, aber das geht. Das lässt sich wunderschön laufen. Und jetzt kommen wir aus dem Wald raus, schön in die warme Sonne. Hier ist eine ganz große, schöne Pferdekoppel. Und ich gehe mal ein bisschen näher ran mit einem wunderbaren, schönen Fernblick Richtung Wiesbaden. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk. Ich habe zwischendrin ein paar Fotos gemacht, die ich mit einbinden werde, damit ihr auch noch ein bisschen was anderes zu sehen bekommt. Und
dann geht es gleich weiter. Einen kurzen Rundblick. So, dann laufe ich mit euch mal hier Richtung, ja, was noch von diesem Kastell Meisel eventuell zu erkennen ist, aber schwierig. Ich glaube, auf dem Video kann man da gar nichts mehr groß sehen, außer hier so ein schöner Baum, gerade hochgewachsen. Guckt euch das an. So, dann ziehen wir mal kurz nach oben. Mein Gott, schaut euch diese Baumkrone an. Das hat doch was, oder? Dann machen wir mal so einen kleinen Rundgang. So. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter auf dem Limes Erlebnispfad. So, jetzt geht es den Limes Erlebnispfad ein bisschen abwärts. Ihr könnt linker Hand, könnt ihr noch ein bisschen was vom Limes erkennen. Und ich sehe gerade, da unten ist so eine kleine Brücke. Da schauen wir gleich mal, was da los ist. Aber upsala, da kann nicht viel los sein, außer dass da jede Menge Wasser durch den Taunus fließt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Das Wetter ist auch besser geworden, die Sonne scheint immer mehr. Es ist richtig schön, angenehm warm. Es ist vielleicht so eine busy, leichte Schwüle in der Luft, aber das passt schon. So, man hört es ja ein bisschen plätschern. Ich war ja in der Hoffnung, dass hier mehr los ist, aber das reicht für das. Ja, und da, wo es runter geht, ihr wisst ja, wie das ist, geht es meistens auf der anderen Seite wieder hoch. Und nur damit ihr wisst, wir sind immer noch auf dem gleichen Weg.
So, und weiter geht es. Ihr habt es schon zum 100.000. Mal gehört auf dem Limes Erlebnisfahrt. So, würde ich jetzt hier kontinuierlich tagelang weiterlaufen, würde ich wahrscheinlich irgendwann in Trier rauskommen. Trier ist jedem bekannt. Auch da haben sich die Römer gemütlich gemacht. Man muss hier nur weiterhin aufpassen, wo man hintritt, weil es ist hier alles relativ schlammig, aber schön. Jetzt kommen wir wieder gleich an so eine ganz tolle Brücke. Guckt euch das an, ist das nicht toll? Eine wunderschöne Landschaft, dieser Wald, dieser Taunus, das ist schon ein Erlebnis für sich. Und hier haben wir wieder eine schöne kleine Brücke über einen leise vor sich hin plätschernden Bach. Und über uns, über den Bäumen, ja, da haben wir gerade ein Flugzeug drüber wegfliegen. Schaut euch das an. Wunderschön. Und hier geht es dann direkt wieder hoch. Da nehme ich euch auch noch mit. Das ist, wie ich immer sage, Natur pur. Schaut euch das an. Guckt euch das an. Was für eine fantastische Landschaft. Ich hoffe, ihr könnt das alles richtig schön sehen und genießt das, so wie ich das jetzt gerade genieße. Und hier diese großen, hohen Gräser. Ich gehe mal ein bisschen runter. So, aus dem Waldstück bin ich gerade rausgekommen und befinde mich jetzt hier auf diesem großen, auf dieser riesengroßen Wiese. Es sieht aus wie, ja, wie soll man sagen, als ob man gerade irgendwo oben auf einer Alm ist. Wunderschön. Ich habe zwischendrin auch Fotos gemacht, die ich in dieses Video mit einbinden werde, weil da sind ein paar ganz schöne, nette Aufnahmen dabei. So, dann würde ich sagen, wenn ich Glück habe, erwischt mich keine Zecke und dann gehe ich mal hier ganz langsam, aber sicher aus dieser wunderschönen Wiese wieder raus und ja, bis später. So, wir sind jetzt vom Limes Erlebnisfahrt abgewichen, beziehungsweise ich bin vom Limes Erlebnisfahrt abgewichen, waren so einige Spaziergänge unterwegs. In diese Richtung, in die ihr jetzt schaut, geht der Limes Erlebnisfahrt weiter. Wir gehen halt jetzt in eine andere Richtung. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk.
Hier in der Nähe gibt es einen Reiterhof und ich sehe gerade, uns kommt ein Pferd entgegen, beziehungsweise mir kommt ein Pferd entgegen, den anderen Spaziergängern natürlich hinter mir auch. Dann lasse ich die Kamera einfach mal ein bisschen laufen. Hallo. So, damit wäre das Pferdchen auch vorbei. Guckt mal, hier hängt ein Wurm in der Luft. Ob man den sieht. Verrückt. So, liebe Freunde, damit geht meine Tour auf dem Limes-Erlebnispfad zu Ende. Ich bin auf dem Rückweg und lasse euch einfach noch einen Augenblick dieses Bild bzw. dieses Video genießen. Und dann würde ich sagen, jo, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder irgendwo auf Tour bin.